Schraube und so. Alter. Aber ein riesen Glastisch. Das. Naja. Gespeichert hat er schon mal. Kann ich ja anklopfen. Ich klopf mal an. Warte mal. Einer zu Hause? Da nicht. Du Bro, guck mal. Ich klopf mal an. Na, einer zu Hause? Anscheinend ja nicht. Nö. Hätten sie gehört. Oder der stand gerade dahinter und ist, naja, hat ein paar Löcher. Oh. Ja. Jetzt kommen die Bullen. Das ist... Na, jetzt müssen sie ein bisschen warten. Weil ihr seht ja, da unten das andere. Da seht ihr es ja, dass das weggeht. Und wenn das weg ist, dann werde ich nicht mehr gesucht. So. Jetzt dürfte ich eigentlich nicht mehr gesucht werden. Jetzt speichert er auch. Was ist denn das denn? Ach, eine Lüftung. Ewig. Alter, wie ekelhaft sieht das denn aus? Oh, eine Lampe ohne Glühbirne. Das ist ja geil. Auch extrem unlogisch. Eine Lampe ohne Glühbirne. Du Bro, guck mal. Eine Lampe ohne Glühbirne. LOL, was? Eben ist die Tür automatisch aufgegangen, das ist ja geil. Und das sollen die 80er sein? Na, ich glaube das ja nicht, wenn die Türen automatisch aufgehen. Ach, jetzt rennen die Bullen hier rein. Was macht der denn da? Sag mal, Kollege. Was machst du denn da? Wo rennst du denn hin? Ja genau, ziel auf die Wand. Oder in die Wand. Alter. Was machst du denn da? Ih, der hat seine Arme in der Wand. Ih! Guck mal, der hat seine Arme in der Wand. Du Bro. Der hat seine Arme in der Wand. Ih! Was macht der denn da? Ich will den nicht hauen, weil... Wie sieht das denn aus, bitte? Was macht der denn da? Du Bro, guck mal. Das sind vollautomatische Türen, wenn ich darauf zugehe, einfach, dann gehen die auf, guck. Und das sind die 80er, weißt du, da gab's sowas noch gar nicht. Das ist so logisch einfach. Was machst du? Was macht der denn da? Wo rennt der? Ey, der hat auch... Alter. Das sind Arme in Wandfetischisten, die Polizisten hier. Die stecken gerne ihre Arme in die Wand. Du Bro. Das sind Arme in die Wandfetischisten, die Polizisten hier. Weil der da oben war, der hat auch seine Arme in die Wand gesteckt einfach. Was ist das denn? Ach so, zu Hause. Hans Point. Ach, hier kann ich umziehen, das... Nicht mal LaGuardia. Zieh ich mal um. Mensch, nur komische Sachen passieren mir hier. So. Machen wir mal wieder ein Rennchen. Ein Rennchen. Ist dir so kalt, dass du deine Jacke über die Beine stülpen musst? Sieht irgendwie komisch aus. So, Garage.
Garage verlassen. Oh, ein Mond. Wo ist Batman? So. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gebracht. Gut, Rennstrecke. Rennen angenommen. Machen wir mal wieder Mittel. So. Boah. Oh, Entschuldigung. Na gut, wenn mein Bruder das darf, darf ich das auch. Dann ist mir das auch Wurst. Was machen die denn da vorne? Alter. Sag mal, mach doch mein Auto nicht kaputt, das muss ich doch schon wieder reparieren. Alter. Das ist immer so behindert, wenn das reparieren muss. Ja, Alter, geh mir von der Pelle. Ja, Alter, was... Ich spiele auf dem Mittel, wieso überholen mich ja dauernd? Das will ich doch nicht. Na gut, jetzt kann ich verstehen. Flieg ab. Schön. Nur da war geflogen. Ich gehe schon wieder auf. 26 Minuten. Wow. Lol, der ist mir richtig reingefahren gerade. Und hat mich gerichtet. Ich wollte gerade rückwärts fahren, aber... Hat er mir mal geholfen. Auch wenn ich Schaden genommen habe. Alter, mein Auto schon wieder gefallen. Das Auto, das steckt mich gerade an, weil ich... Danach will ich auch meine Raue. Und nein, ich will euch nicht zum Rauchen verleiten. Bin halt Raucher. Seid froh, dass ihr nicht raucht. Ja. Hui. Wir doch mal gucken nachher. Wenn ich das Rennen fertig habe, wir mal gucken. Was ich da noch mache. Was ich da noch machen muss. Letzte Runde. Und ja. Dann werde ich das eventuell noch machen. Aber ein Rennen mache ich noch, weil ich für den anderen, den ich mir erglitscht habe, von der Karosserie her. Die will ich auch noch auf Brezeln mit Nitro und so, alles was dazugehört. Da braucht man ja auch gewiss das genötige Kleingeld zu. Das will ich mir dadurch auch verdienen. Auch mein Auto wieder Schrott ist. Fast. Weil das extrem qualmt. Von dem Qualm kommt mir der Qualm entgegen. Warte mal, ich... Das nächste inhaliere ich den mal ein. Da muss so eine andere Kurve kommen. Weil dann kommt der Qualm mir entgegen. Ach nee, geht ja gar nicht mehr, weil ich die... Was die letzte Runde war. Scheiße. Ich meine, schön, dass die Runde zu Ende war. Nitro. So. Alter. Der sieht ja wieder gesund aus. Ja. Ja, 2220, das ist gut. Zwei hätten noch gefehlt, dann hätte ich einen ausgeben müssen. So. Aber die können wir ja schon mal ins Tuning vom anderen investieren. Den nicht, sondern den.
Karosserie lassen wir. Motor. Das 200, 500, 1000. Jetzt haben wir noch 520. Jetzt haben wir noch 20. Der hat Nitro und alles voll. Mit motormäßig und so. Haben wir schon mal etwas. Und ob ich damit mal ein Rennen fahre, ich weiß das nicht. Ja gut, Nitro haben wir noch gar nicht aufgeladen, das wäre ein bisschen blöd. Na gut, wenn ich es auf leicht fahre, dann geht das. Dann bin ich schon auf 30 Minuten. Schon gut. Dann werde ich erstmal rauchen und dann komme ich wieder. Bis gleich. So. Ziehen wir erstmal um. So. Nase. So, machen wir mal Jersey-Rennen mit der Karre. Aber auf leicht, weil ich kein Nitro habe. Oder Challenge-mäßig mache ich das mal auf Mittel. Na! So. Und die Pferde sehen auch ganz gut, weil... Nein. Ohne Nitro wird das schon extrem doll. Wieso qualmt das irgendwie? Sind die Gegnerfahrer schon am Rauchen oder so, ne? Oder am Kiffen, je nachdem. Alter, diese Strecke, ne? Alter. Das ohne Nitro zu machen, Alter, das ist schon... Naja, eine Kunst an sich. Wow! Was war das denn? Wieso fliegt eigentlich die... Spielen wir noch weiter Bowling da hinten. Bäh. Boah. Ja, Alter, ich will umdrehen. Macht mir Fünfter, schön. Das ohne Nitro. Toll. Alter, ich hab doch Nitro und was gehabt. Doch. Hat doch mein Auge aufgebrezelt. Wieso ist das so behindert? Wird das nicht machen, wird das nicht schaffen, dann mache ich das auf leicht. Hast du die erste Serie nicht geschafft oder wieso machst du eine zweite? Nee, weil du gerade zwei gemacht hast. Wieso ging das der Stoffer zweimal? Der Stoffer ging zweimal, habe ich gehört. Hast aber zweimal durchgezogen. Das werde ich nie im Leben erschaffen. Gut. Ja, zweimal hast du richtig. Eigentlich nicht. Tabak reinmachen, durchziehen und dann hat man eine Zigarette. Aber du hast das zweimal gemacht. Deswegen frag. Gut. Zack, zack. Ja, und das hast du zweimal gemacht, das habe ich nicht gehört. Davor hast du gemacht. Du machst dann meistens immer das hier. Du machst dann meistens das und dann machst du meistens immer so. Davor erst. Ach, davor? Weil er so
weil er hier noch ein Cover bekommen ist. Danke, Ranger. Mich würde er nicht stören. Wenn er Freundes-Tabak dabei ist. Hätte ja sein können, dass du gerne mitgemacht hättest. Komm, mach ich so, vielleicht bin ich Erster, ne? Das, ich mach das ja auch nicht mit meinen Rennen auch. Da sehen wir mal, wie gut das mein Rennauge ist. Und die muss ich sind ja, sie sind ja Landsop. Das haben Witzis. Ich will auch noch eine Mission machen, der will ich mir dazu gesellen einfach. Der will wieder Dinky Kong zocken. Wenn ich die Sprachnachricht aus dem Handy rauskriege, dann werde ich das vielleicht auch mal im Hintergrund mal so ein bisschen einfügen. Ich mache mal kurz Pause. Und dann könnt ihr es vielleicht nochmal anhören, wenn ich es rauskriege. Zum Beispiel jetzt. Ich sehe gerade, du hast Kingi Kong gekriegt. Noch nicht, ich weiß das nicht. Gut. Ja. Das hatte nämlich damit zu tun, weil ich Donkey Kong Country Returns auf dem 3DS mir neu geholt habe. Und habe ich dir halt ein Bild gezeigt und so, und das war die Antwort darauf. Und da habe ich mich schon extrem weggefeiert, nicht nur ich. Dass man englische Sprache so als Deutscher ein bisschen anders ausspricht, wenn man halt englische Sprache nicht kann, so, das kann ich ja verstehen, aber dass das so extrem daneben ist quasi, das, ja. Da muss man halt immer feiern. Zumindest ich. Letzte Runde. Siehst du, in der letzten Runde habe ich die Motorhaube verloren. Die Motorhaube, die sammelt Greenpeace wieder auf. Die machen sowieso alles, was mit der Natur zu tun hat und so. Weil so eine Motorhaube ist ja auch ungesund für die Natur. Die muss halt recycelt werden. Und wenn das eh keiner aufsammelt, macht das halt Greenpeace. Ja. Meine Hinterlampen sind kaputt. Naja. Ich finde das auch noch geil mit den vier Auspuffrohren einfach. Das wird nur Greenpeace nicht freuen, weil das vier Auspuffrohre sind. Und aus jedem Rohr kommt ja CO2 raus. Und naja. Das Endergebnis kennt ihr. Ja. Toll, 500 verdient. Die Hälfte geht fürs Reparieren drauf. Ne, es ist ja schön. Na gut, so schlimm sieht es jetzt nicht aus wie beim anderen, aber. Na gut, 161, es geht. 153.
Ich kann mir trotzdem kein Nitro mehr leisten, oder? Das andere kostet 400, ne? Na gut, mach ich mal so. Aber wir sind die Hälfte. Gut, dann würde ich erstmal wechseln. Dann werde ich erstmal zum Andeck wechseln. Alle Mann Andeck! Na gut, den wird's halt schon gebracht. Gut. Gar erstmal aus der Garage raus. Dann möchte ich mal die Karte öffnen. Wo ich denn hier noch eine Mission habe. Mit den Rücken zur Wand. Ach so, ja. Das will ich mal demonstrieren gerade. Das ist so quasi. So sieht das halt aus mit Rücken zur Wand. So. Zwar sieht das zwar jetzt aus, als wenn ich auf dem Scheißhaus sitzen würde, aber ist egal. Wollte ich nur mal demonstrieren, wie das aussieht mit Rücken zur Wand einfach. So. Kann ich auch umziehen? Tee? Bestimmt wieder zu Dings, ne? Natürlich. Auch wieso muss ich immer zum Dings fahren? Das ist doch blöd. Wieso ging da die Tür auf? Wo bin ich überhaupt? Ja, wieso bin ich denn jetzt? Wo war denn das? Ach, da. Nee, es ist... So. Oder halt so hinfahren. Das ist ja nicht so schlimm. Mach die Mission noch. Und dann geht er schon. Erstmal ein paar Menschen überfahren. Nachts soll ja sowieso keiner rumrennen. Also kann man auch mal ein paar Menschen überfahren. Was rennen die auch draußen rum? Nachts. Vor allem so viele. Wenn ich hier nachts rausgehe, da rennt ja kaum einer rum. Ach, den habe ich zu spät gesehen, scheiße. Das war blöd. Das war wohl toll. Hergetönte Scheiben ist ja nur wegen Dings. Nein! Ich meine, schön. Es ist immer schön, wenn ich Autos anfahre. Muss auch die Reparaturkosten nicht bezahlen. Ne? Natürlich. Wo war denn das? Warte mal. Muss da rum, dann dahin. Oh, ich genieße das gerade, dass ich die Karte wieder habe. Ja, dann kann ich eigentlich auch die Abkürzung nutzen. Dann da, dann da, dann. Nein! Bin ich hier rum. Oh, schade, jetzt kriegt der Männel nichts, wenn ich fresse. Vorher guckte ja Männel raus. Und natürlich fahre ich die scheiß Mülltonne wieder an. Das ist... Alter, wie weit die geflogen ist. Ja, noch eine Mülltonne, Alter. Ist das hier Land der Mülltonnen oder was? Alter, mit die Bullenautos, ey. Die gehen mir so auf den Sack. Er verfolgt mich doch kaum mehr. Geh weg! Geh mir weg! Wow. Wow, Alter. Ich will vorbei. Ich muss hier durch. Ohne Mülltonne anzufahren, danke. Alter, wie das Auto schon wieder qualmt. Ich könnte kotzen. Ich mach's aber nicht, weil es ein Display ist und das wäre blöd. So. Ein Wärter in Candys Gefängnis will seinen Sportwagen verkaufen.
Heuchle Interesse. Mach mit ihm eine Probefahrt und quetsch ihn nach Insider-Infos aus. Die meisten werden echt gesprächig, wenn sie die Hosen voll haben. Gib ihm etwas Geld als Wiedergutmachung, damit er die Schnauze hält. Okay. Mach dem Wärter Angst, damit er Infos hergibt. Töte ihn nicht. Fahr sein Auto nicht zu Schrott. Ja. Das ist noch die Mission, die ich machen möchte. Und dann, ja, werde ich mich mal zu meinem Büro gesellen und dann ein bisschen Dinky Kong zocken. Klar, mal sehen, was der Flitzer drauf hat. Sie werden es nicht bereuen. Es ist ein Traumauto. Ein Traumauto, ja. Macht ihm wieder Angst, den Balken um links. Ausgefüllt ist, wird er reden. Weiter mit E. Achso, G. Geh mal nach Hause. Ah. So. Was? Fahr über 100, um wieder Angst zu machen. Vielleicht. Muss ich ja nicht hinkriegen. Eigentlich. Ja, ich bin wahnsinnig. Oh, wie geil das ausgesehen hätte, wie er gewinkt hat. Wenn er wirklich... Wenn das der Driver Creepy Paralines wäre. Das hätte echt geil ausgesehen. Autsch. Nein, es geht nicht langsamer. Und das war ekelhaft. Hey Mann, hier gibt's ein Tempolimit. Dein Vater hat ein Tempolimit. Nein! Aua. Das war nicht so gut. Wo ist immer nur ein Schadenslimit oder so? Ich sollte das Auto ja nicht sogar Schrott fahren. Sind Sie wahnsinnig? Ich werde Balken ist voll. Und du wirst darauf antworten. Aber jetzt muss ich den Bullen entkommen, oder? Wer denn tagsüber bei der Essensausgabe? Shit, keine Ahnung. 6, bei Schichtwechsel schon mal 8. Oh. Ach, muss ich weiter Angst machen? Okay. Hey Mann, ist ja kein Problem jetzt. Oh. Zweite Frage. Sind Sie schwer bewaffnet? Was glauben Sie denn? Die haben Schrotgewehre. Langsamer! Ja, das ist eine gute Route hier gerade. Warum müssen wir so rasen? Wieso müssen wir so rasen? Weil wir auf der Autobahn sind. Was denkst du denn? Können wir jetzt zurückfahren, bitte? Nein. Oh! Alter, fährt mir der Bulle gerade mal richtig doll rein, ey, ganz ehrlich. Ich muss weiter... Boah, Alter, muss weiter rasen. Geht doch etwas langsamer? Nein, es geht nicht langsamer. Da kannst du winken und wedeln, wie du willst. Ja, wedel noch mal weiter. Ach, geht's nicht so gut. Wie lange bis der Polizeihubschrauber da ist? Normalerweise unter 7 Minuten. Sie werden mich töten, oder? Bring ihn wieder nach Hause lebend. Ja. Warum müssen wir so? Jetzt kann ich wieder so verkratet gucken. Wo muss ich ihn hinbringen? Da hinten, da muss ich ja wieder... Oh. Ach nee, muss ich nicht. Ich muss da, dann muss ich hier abbiegen. Dann muss ich dahin, da, gut. Gut. Wegen dem... Hey Mann, hier gibt's ein Tempolimit. Halt doch mal das Maul. Dein Vater ist ein Tempolimit. Dein Vater hat ein Tempolimit, meine Fresse. Hör zu heulen. Warum müssen wir so rasen? Ich ras doch gar nicht. Außerdem gibt's hier keinen Rasen. Haha. Ja, häng die Verfolger ab. Da bin ich ja bei. Da kommen jetzt noch welche, Alter. Langsamer.
Scheiße. Ja, Alter, wie viele Bullen fahren denn hier rum? Was geht? Was macht der denn da? Der schüttelt mit dem Kopf, als wenn er irgendwie ein Beat hört oder so. Ist ja unnormal. So, wo muss ich jetzt hin? So, dann abdrehen, so, so, gut. Ich hoffe, indessen kommen keine Bullen mehr. Aber so wie ich das Spiel kenne, kommen immer noch Bullen. Und ich hoffe, dass ich keine mehr bekomme. Nein, 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 so nicht. So. Ne, warte mal. Nein, ich hätte abdrehen müssen. Oder? Nee, doch nicht. Gut. Alles gut. Boah! Dein Vater rast. Meine Fresse. Nein, da kommt... Cool. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, der nimmt trotzdem noch auf. Ich muss erst mal... Parallelines Facecam... Nein, ich hab... Ja, hier ist mir doch die Facecam abgekackt und hat das Spiel mitgerissen. Beides ist jetzt down. Also, abgestürzt und abgekackt oder wie man das so nennt. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Und ein Abo könnt ihr auch da lassen, wäre sehr schön, damit ihr nichts verpasst. Und ja, Kommentar würde mich auch freuen. Bis dahin würde ich sagen, ciao.